Hallo und willkommen, liebe Freunde, bei Spirit Leben mit Stil, wo wir uns heute mit der Trauer beschäftigen. Und da werden Sie vielleicht sagen, ist das nicht ein Widerspruch zum Titel dieser Sendung? Es geht, soll um das Leben gehen und wir reden von der Trauer. Scheint nicht die Welt zu Ende zu sein, das Leben zu Ende zu sein, wenn man trauert? Darüber sprechen wir heute mit Schwester Miriam Altenhofen, steiler Missionsschwester. Und auch Psychologin und Psychotherapeutin. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind. Dankeschön für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Schwester Miriam, die Trauer. Äh, trauern kann man ja äh, aus ganz unterschiedlichen Anlässen. Äh, natürlich liegt es nahe, äh, erst mal daran zu denken, ein naher Angehöriger stirbt und man trauert um ihn. Aber man kann auch trauern, wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz verloren hat, an dem man gern gewesen ist. Wenn man seine Heimat äh, verlassen muss, irgendwo anders hingeht und sich zurückdenkt an seine äh, Freunde, die man da hatte, an die schöne Umgebung, die da war und vieles mehr. Gibt es denn etwas Gemeinsames an der Trauer, so eine Art das Wesen der Trauer? Trauer hat immer etwas mit Verlust zu tun. Ne? Ich, wenn ich traure, dann habe ich etwas, was mir vorher wertvoll war, was mir wichtig war, wo mein Herz, mein Leben dran gehangen hat verloren. Das kann sein ein geliebter Mensch, das kann sein ein Arbeitsplatz, das kann Erfolg, Misserfolg sein, das kann sein, ich bin verletzt worden durch jemanden, wo mir etwas weggenommen wurde. Also überall da, wo etwas, wo ich das Gefühl habe, ich habe etwas verloren. Und zwar etwas Wertvolles. Etwas Wertvolles verloren. Das ist ja schon mal ganz wichtig, festzuhalten. Wer trauert, der hat ja hat die Gewissheit dass etwas Wertvolles in seinem Leben gewesen ist, auf das man dann ja auch mit Dankbarkeit zurückblicken kann, ist dann nicht eigentlich der am schlechtesten dran, der nie etwas zu betrauern hat? Ich glaube, das gibt's nicht, weil Trauer gehört zum normalen Leben dazu und wir alle haben Werte oder irgendwel, irgendetwas ist uns wichtig, an irgendetwas hängt unser Leben und wenn ich davon etwas verliere, trauere ich. Ich glaube nicht trauern zu können, das wäre ganz schlimm. Ja, wollen wir uns mit dem Gefühl der Trauer einmal ein bisschen näher äh, beschäftigen. Äh, denn das ist, ist so das ist nicht so einfach, es ist nicht so ein reines äh, Trauergefühl, sondern da schwingen ja manche äh, Dinge mit. Zunächst mal könnte man denken, wenn wir jetzt mal die Trauer um einen, um einen Verstorbenen äh, herausgreifen, wir trauern um diesen Menschen, wir trauern, weil er tot ist. Aber dazu haben wir ja eigentlich, gerade wenn wir Christen sind, äh, gar keinen Anlass, weil wir uns ja vorstellen, der ist jetzt bei Gott. Also äh, den muss ich ja eigentlich gar nicht betrauen. Das stimmt, unser Glaube sagt uns, dieser Mensch ist bei Gott. Aber erstmal ist er von mir oder von uns gegangen. Er ist jetzt nicht mehr da, so wie er vorher da, ist, da war. Und das heißt, auch die Beziehung kann nicht mehr die gleiche sein. Also es ist ein tatsächlicher Verlust, selbst wenn ich weiß, okay, er ist. Bei Gott. Es ist also eine Trauer, nicht eigentlich um den anderen. Der andere ist natürlich der Anlass äh, dafür, aber es ist eine Trauer um meinen eigenen Verlust. Ich trauere also äh, einen, einen Großteil äh, eigentlich um mich selbst. Sicher, das spielt mit. Ich habe was verloren, etwas, was mir wichtig war. Der andere Mensch war mir wichtig und der ist jetzt nicht mehr so da, wie er vorher da war. Und von daher ist es nur naheliegend, dass ich trauere. Und dieses Gefühl der Trauer um den Verlust, das ist ja auch nicht eigentlich nur so ein, auch nicht so rein, äh, es ist halt, ich habe ihn jetzt verloren und jetzt äh, traure ich und das Gefühl geht dann irgendwann wieder weg. Das, was Trauer oft so, so giftig macht, möchte ich mal sagen, das sind andere Gefühle, die da mitschwingen. Äh, denn wenn der andere nun weg ist, äh, da kann ich ja nun vieles nicht mehr tun, nicht mehr gut machen zum Beispiel. Und ich habe Schuldgefühle und weiß nicht, wohin damit. Das ist ja wohl etwas, was die Trauer oft so, so, so schwer zu bewältigen macht. Bei Trauer spielen oft sehr viele Gefühle mit. Am Anfang ist es oft wie ein ganzes Gefühlschaos, was dann auch nach der ersten Schockphase dann über einen Menschen hereinbrechen kann. Da können mitspielen Wut, Zorn, ne? zum Beispiel Wut auf die Ärzte die eine Diagnose gestellt haben oder Wut, dass da eine Operation nicht gut gegangen ist und nachher auch dann Schuldgefühle, ne? Was hätte ich noch tun können oder was habe ich unterlassen zu tun, ne? dass der Mensch dann anfängt, sich zu fragen: ne? was, was habe ich versäumt? Oder wo gibt es noch äh, Dinge, die wir nicht geklärt haben? Ne? Wenn jemand im Streit stirbt oder nicht versöhnt stirbt. Auch das ist dann sehr schwierig, kann sehr schwierig sein, damit umzugehen. Dann. Wir werden dieser Frage gleich noch nachgehen. Vorab trauert denn jeder Mensch eigentlich gleich? Also es gibt Untersuchungen, wo gewisse Phasen herausgefunden wurden. Kübler-Ross, die da sehr viel dran gearbeitet hat, oder Verena Kast. Man kann, wenn man so viele Menschen beobachtet, kann man gewisse Verhaltensmuster. Feststellen und trotzdem trauert jeder wieder individuell verschieden. Also, nicht alle Menschen sind auch in der Trauer nicht über einen Kamm zu scheren. Und auch diese Phasen laufen nicht so schön schematisch ab, sondern da kann es sein, das wechselt oder es ist eher spiralförmig, ich gehe wieder zurück in eine andere Phase. Also, das Leben und auch die Trauer ist da sehr, sehr vielfältig. Wenn wir das also berücksichtigen, dass jeder individuell trauert, dann können wir aber dennoch mal diese typischerweise auftretenden Phasen äh, uns anschauen. Was, was ist denn die erste Phase? Jetzt ist gerade jemand gestorben oder man hat den Arbeitsplatz verloren oder ist etwas Ähnliches passiert. Was, ist die, was kommt da typischerweise zuerst? Die erste Phase ist normalerweise die sogenannte Schockphase. Ich bin schockiert. Kann es dann wahr sein? Ich kann es nicht glauben. Ist doch unmöglich. Wie, wie konnte das passieren? Oder dann auch so ein Gefühl, sich wie in einem Wattebausch zu fühlen. Ne, irgendwie ist es, als hätte ich es gehört und doch nicht gehört, als ob es als ob's nicht wahr sein könnte. Ne? So Man dieses, verdrängt äh, ein bisschen. Ja, die erste Reaktion, weil das ist ja, besonders wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, ist ja existenziell, was sehr existenziell ist. Und das bedroht mich und da muss ich mich vor schützen. Und daher kann auch diese Information erstmal nur sehr langsam bei mir ankommen. Das muss ja verarbeitet werden. Also es ist durchaus eine notwendige Phase des Selbstschutzes, dass man erstmal äh, das Ganze von sich wegschiebt. Aber äh, es, man muss natürlich darauf achten, dass das da nicht zu so lange geht. Und äh, es gibt ja Verdrängungskünstler, die können äh, eine traurige Situation sehr lange äh, verdrängen. Äh, wohl könnte die Erkenntnis dann nicht mehr von sich schieben, der ist nun mal tot, aber es gibt ja so Strategien, wie man dann der Trauer auszuweichen versucht. Ja, so also normalerweise, wenn jemand gestorben ist, sind erstmal so viele Erledigungen noch zu tun, eine Beerdigung, die Organisation von, von der Beerdigung oder dann die Einladung zu schreiben. Am Anfang sind sehr viele äh, praktische Dinge, die einfach auch zu regeln sind und die dann eine Zeit lang auch darüber hinweg helfen können, dass, dass dieses Gefühl der Trauer auch noch nicht so, nicht so stark kommen kann. Und manche drängen dieses Gefühl ja auch aktiv weg, indem sie zum Beispiel sich nur noch mit der Frage nach dem Schuldigen beschäftigen. Wenn ein Unglück war oder so, ein mhm. Unfall im Straßenverkehr, da gibt es ja dann auch Leute, die sich wochenlang monatelang einfach erstmal nur mit dieser Frage beschäftigen, voller Zorn. Wie konnte das äh, passieren und, und äh, wer ist da schuld? Äh, da muss man ja, glaube ich, auch aufpassen, dass man das nicht, äh, diese Überlegungen, dass sie nicht zu einer Flucht äh, führen von der eigentlichen Trauerarbeit, die dann ja doch irgendwann zu leisten ist. Oder auch hier zu sehen, es, es kann durchaus auch normal sein, dass erstmal jemand, dass eine Schuld, Frage Gestellt wird ne? oder dass, dass Aggressionen auch gegen jemanden sich richten, ne? zum Beispiel auch gegen das Krankenhauspersonal, gegen die Schwestern, gegen die Ärzte oder was weiß ich, gegen wen. Das kann durchaus so sein und darf auch so sein. Nur dann ist zu schauen, dass es dann weitergehen kann, dass, dass der Mensch nicht bei dieser Schuldfrage stehen bleibt. Wenn wir also diesen, diese erste Phase hinter uns haben, wir verdrängen nicht mehr, dann kommt ja. Der Trauerfall ganz mit voller Wucht auf uns zu. Und was passiert dann? Wie reagieren wir typischerweise? Das eine kann sein, also, wirklich, also dass die, so ein ganzes Gefühlsgemisch hochkommen kann, wie wir eben sagten, Zorn oder dann auch Trauer, wirklich auch, auch Schmerz und, und sich allein gelassen fühlen, sich vielleicht auch ein Stück abgeschnitten fühlen vom, vom normalen Leben von normalen Menschen, dass man sich isoliert fühlt. All diese Gefühle können dann kommen. Und wenn wir jetzt im Schmerz sind, wenn, wenn ein Trauernder äh, den ganzen Schmerz spürt, und das merkt ja dann auch seine Umgebung normalerweise, da will man ja helfen und trösten. Und das ist ja für viele dann ganz schwierig, sich zu fragen, was sage ich denn diesen Menschen, zum Beispiel am offenen Grab, wo man ja gewohnt ist, dann an den Hauptleidtragenden vorbeizudefilieren und die Hand zu schütteln. Und dann kommen oft solche, kommt oft ein hilfloses Gestammel, weil man einfach nicht weiß, was man sagen kann. Und man sagt dann vielleicht einfach nur, das wird schon wieder werden und es kommen auch schöne Tage und so weiter. Aber was fängt der Leidtragende mit sowas an? Wenn jemand in einer Trauersituation ist, ist das Wichtigste, dass jemand anders einfach da ist. Das Dasein ist da wichtiger als die Worte. Ne? Einfach mal Besuch machen oder auch fragen, wie kam es denn, ne? dass die andere Person erzählen kann, dass sie erzählen kann von der geliebten Person, die sie verloren hat, oder auch jetzt die Situation am Grab, dass man vielleicht wirklich nur einfach die Hand gibt und sagt Herzliches Beileid oder auch ohne Worte einfach so Anteilnahme signalisiert, ohne zu schnell vertrösten zu wollen, ohne gleich zu sagen, es wird ja schon alles gut, weil das kann in so einer Situation sehr verletzend sein, weil dadurch fühlt die andere Person sich nicht ernst genommen, in ihrem Schmerz nicht ernst genommen. Genau, das entwertet ja eigentlich äh, den Verlust ja. und damit auch denjenigen, den man verloren hat, ja. wenn jemand leichthin einfach drüber weggeht ja. und äh, sagt, das wird schon wieder äh, werden und äh, du wirst dich neu verlieben oder so etwas. Das ist ja Auch wenn eine Liebesbeziehung zu Ende geht, sagt man das ja gerne. Andere Mütter haben auch schöne Töchter oder so etwas, und so was tröstet einen ja in dem Moment überhaupt nicht. In dem Moment ist das Wichtigste, dass die andere Person ihrem Schmerz auch Ausdruck geben darf, dass sie weinen darf, dass sie erzählen darf, wie schlimm es für sie ist, auch wenn sie das wiederholt und wiederholt erzählt, dass sie von der Person erzählen hat, was sie auch erlebt hat mit dieser Person, auch an Schönem. Ne? Oft kommt dann auch ne? die ganzen Erinnerungen kommen dann wieder. Und dass dann auch das, was vielleicht noch nicht geklärt war, also wo, wo vielleicht dann auch Schuldgefühle mit ins Spiel kommen, dass auch die zu Wort gebracht werden können. Ja, das ist jetzt äh, natürlich ein ganz äh, heikler Punkt. Äh, nun empfindet man Schuld, äh, aber die Situation, wo man noch etwas hätte ändern können, ist unwiederbringlich weg und man trauert äh, zum Beispiel den Möglichkeiten nach, die man äh, gehabt hätte. Äh, man stelle sich vor an ein Ehepaar, äh, die immer gesagt haben: Jetzt arbeiten wir, wir bauen das Haus, wir machen das und jenes und wir äh, konzentrieren uns ganz darauf. Und dann, wenn wir in Rente sind, dann fangen wir an zu leben, dann machen wir dies und jenes und pflegen unsere Beziehung richtig und so weiter. Und jetzt bekommt der Mann mit 58 einen Herzinfarkt und das ist alles weg. Und man trauert diesen Möglichkeiten nach. Oder man hat dem anderen einen schweren Schmerz mhm. zugefügt und kann nicht mehr um Entschuldigung bitten. Was macht man da? Auch das ist eine Art von Trauern. Trauern um nicht mehr lebbare Möglichkeiten. Auch das braucht einen eigenen Trauerprozess. Oder dann, wenn die Person im Streit gestorben ist. Das ist natürlich keine einfache Situation. Dann auch Formen zu finden, wie ich vielleicht wieder auch innerlich in Kontakt mit der Person kommen kann, vielleicht auch um Entschuldigung bitten kann, auch wenn die andere mir jetzt nicht sagen kann, okay, es ist gut. Oder mir dann vorzustellen, wie die andere Person auf das reagieren würde, was ich sage. Ist denn sowas sinnvoll oder macht man sich da nicht einfach nur etwas vor, wenn man mit den Verstorbenen... Spricht, wenn man in, in, in Kontakt tritt. So vom christlichen Glauben glauben wir ja, die Person lebt weiter. Und die, das, all das, was, was wir mit der Person erlebt haben, ist ja nicht tot. Und auch die Liebe ist nicht tot. Die Erinnerungen sind nicht tot, sondern das tragen wir ja auch als, als Schatz noch in uns. Und auch, es ist ein Schritt weiter, auch wenn ich annehmen kann, ich kann mit der Person innerlich schon noch kommunizieren auf eine andere Weise. Sie ist jetzt nicht mehr so, so da wie früher, aber es gibt eine Möglichkeit, auch mit dieser Person noch innerlich Gespräche zu führen. Und diese Person hat dann vielleicht, wenn sie sich in einer anderen Welt befindet, auch einen besseren Überblick über die Situation und viel mehr Verständnis, als wir uns das vorstellen. Das wäre eine, eine, eine Hoffnung, die man haben könnte. Ja, mit, mit dem anderen noch sprechen können. Und äh, dann kann man ja auch um Entschuldigung bitten. Man kann auch, natürlich, an, in, wenn man gläubig ist, kann man äh, zur Beichte gehen. Das ist natürlich dann das, das eigentlich äh, ange, Angezeigte. Und äh, kann dann tatsächlich auch mit äh, der Schuld leben lernen. Und kann darauf vertrauen, dass der andere mir auch vergibt hoffen, dass der andere mir auch vergibt und auch die ganze sache auch in gottes hände legen und darauf vertrauen. okay, es wird schon irgendwie gut werden. nun sind wir also in dieser trauerphase, in der, in der harten phase der trauer. Mhm. und äh, da stellt sich oft die frage, wie lang darf das denn dauern? wie lang darf man trauern? früher gab es da eine klare regel. Ich weiß das noch von, von meinen Großeltern, da ging man also ein Jahr in Schwarz nach dem Todesfall und das hat also angezeigt, man ist in Trauer. Und äh, heute, da wird dann mancher schon ungeduldig, wenn jemand äh, sich zurückzieht, ein Trauernder, ein halbes Jahr und es kommen dann die Zudringlichkeiten aus dem Freundeskreis und sagt, und jetzt musst du doch aber wieder ins Leben zurück und das Leben geht doch weiter, ist dann so ein typischer Satz. Gibt es da so eine... Ein Maß für die Trauerzeit? Es gibt kein festes Maß. Das hängt natürlich auch von der Intensität der Beziehung ab, wie stark auch das Trauern ist. Aber man kann so ungefähr von einem Jahr ausgehen, mindestens. Also, wenn es eine sehr enge Beziehung war, dann werden immer wieder auch Wellen von Trauer, von Schmerz, auch von sich allein gelassen fühlen oder auch von Zorn, von Depressionen kommen. Es wird immer wieder kommen und da muss man dann halt wieder mit arbeiten. Es wird immer wieder kommen, Wellen, vielleicht vor allem dann, wenn man sich persönlich sehr schwach fühlt, wenn man andere Verluste erleidet, dann kommen ja oft auch alte Verluste wieder mit, mit hoch. Genau. Oder an Jahrestagen, wo man sich erinnert an bestimmte Begebenheiten, Hochzeitstag, Geburtstag, oder Sterbtag, ne? und das wird ja auch in der Kirche, diese Tage werden ja in der Regel auch gefeiert nochmal, wo dann die Familie eventuell nochmal zusammenkommt. Und das ist ja auch immer wichtig bei der Trauer, dass man eben eingebettet ist in einen Kreis von, von Menschen, die einem dann auch signalisieren, ja. äh, wir sind mit dir verbunden, ohne dass es immer vieler Worte bedarf, wie Sie ja äh, gesagt haben. Nun äh, haben wir also diese diese Trauerphase überwunden, diese, diese schlimme Trauerphase, und äh, müssen aber wieder ins Leben zurück. Das heißt, wir müssen eine neue Einstellung zum Leben finden, trotz des Verlustes. Und wie könnte, diese, wie könnte man sich an eine solche Einstellung heranarbeiten, äh, die es einem dann ermöglicht, weiterzuleben, trotz des äh, schweren Verlustes? Also für den trauernden Menschen besteht praktisch die Aufgabe, sein Leben neu zu organisieren, ohne jetzt diesen anderen geliebten Menschen. Das heißt also, viele Dinge müssen praktisch neu strukturiert werden, auch im Alltag. Zum Beispiel, wenn die Frau gestorben ist, der Mann kochen, waschen, diese ganz normalen alltäglichen Anforderungen, die das Leben stellt, die müssen bewältigt werden und die müssen ohne den geliebten Partner oder ohne die andere Person bewältigt werden. Und so braucht das Leben mit der Zeit wieder neue Strukturen, neue Ordnungen. Neue Ordnungen, äh, sagen Sie. Äh, oft aber ja auch sogar einen neuen Sinn. Wenn man sich vorstellt, man hat zum Beispiel den Arbeitsplatz verloren oder... Ich habe bisher den Sinn meines Lebens darin gesehen, ein erfolgreicher Sportler zu werden, und jetzt bekomme ich eine Verletzung, mhm. die das nicht mehr möglich macht. Ich habe den Sinn im Klavierspielen gesehen, und jetzt habe ich Arthritis oder irgendetwas. Oft muss man ja dann ganze Lebensträume begraben, und in der Partnerschaft sowieso. Man wollte ja gemeinsam mit dem Partner etwas aufbauen. Also geht es doch oft darum, Tatsächlich einen ganz neuen Sinn äh, im ja. Leben zu finden. Und gerade Trauer kann hier eine starke Herausforderung sein, wieder neu zu gucken, was ist denn wesentlich in meinem Leben? Ne, was, was gibt meinem Leben Tiefe und wie, wie findet mein Leben wieder neuen Sinn, auch ohne jetzt, dass dieser geliebte Mensch oder auch nicht so geliebte Mensch, je nachdem, anwesend ist, körperlich anwesend ist. Könnte darin auch der eigentliche Sinn äh, der Trauer liegen? dass sie, wie es der berühmte Viktor Frankl gesagt hat, den Menschen klarsichtig und die Welt durchsichtig macht, also dass man wieder neu erkennt, worauf es eigentlich im Leben wirklich ankommt. Ich glaube, da kann Trauer eine sehr wichtige Chance sein. Oder auch Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten, die wissen, dass sie bald sterben werden. Das kann eine Chance sein auch das leben wieder neu mit neuen augen zu sehen neu eine blühende blume anzuschauen so wie ich sie vorher vielleicht nicht angeschaut habe neu den wind auf der haut zu spüren da wieder ganz neu sensibel zu werden für die dinge die ich vorher vielleicht übergangen bin einfach weil sie mir nicht mehr bewusst waren also wenn man den trauerprozess bewusst durchlebt gut gut durchlebt dann äh, gewinnt das, kann das Leben eine neue Tiefe gewinnen. Etwas, äh, was einem eigentlich nur die Trauer geben kann und was dieses Gefühl äh, sinnvoll macht. Äh, Schwester Miriam Nun ist ja unser ganzes Leben mit Verlusten verbunden. Trauer entsteht bei Verlusten, haben sie gesagt. Und Verluste erleiden wir doch tagtäglich. Tag hm. Allein schon an äh, wir, wir altern. Und da verliert man natürlich unmerklich meistens, aber man verliert Dinge, die einem wichtig gewesen sind. Und man verliert auch sonst jeden Tag, mindestens verliert man Möglichkeiten. Durch jede Entscheidung, die man trifft, verliert man andere Möglichkeiten und dergleichen mehr. Kann man denn sich im Leben dann auch schon vorbereiten auf solche ganz schlimmen Verluste? Wie sie dann etwa der Tod eines nahen Angehörigen äh, sind. Das ist sicher möglich. Ne? Auch die kleinen Verluste machen mich sensibel dafür, dass ich Geschöpf bin. Ne? Ein Geschöpf mit Grenzen und auch, wo der Tod ganz sicher ist. Ne? Wir alle können sagen, der Tod ist uns sicher. Und ich kann mich darauf vorbereiten. Zum Beispiel in der Mönchstradition gab es oder gibt es eine Übung, sich immer wieder auch den eigenen Tod vorzustellen, auch bildlich sich hineinzuversetzen. Und zwar der Sinn dieser Übung ist, aus der Perspektive des Todes gewinne ich eine neue Sicht auch meines Jetzt, meines Hier und Jetzt. Die Dinge gewinnen eine neue Bedeutung. Denn dadurch, der Tod ist, ist ein sicherer Endpunkt. Erstmal. Wir glauben klar, wir glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Aber mit dem Tod wird erstmal hier dieses Leben für mich zu Ende sein. Und aus der Perspektive dieses Todes kann ich heute intensiver leben, wenn, mir das, wenn ich mir das bewusst mache, dass mein Leben diese Grenzen hat und ich nicht unendlich oder allmächtig bin. Und das könnten einem ja auch schon die kleinen Verluste zeigen, die man im Leben äh, so erleidet. Das sind ja praktisch auch kleine Tode, mhm. die einen, wenn man sie bewusst äh, auch, auch so sieht, vorbereiten können, dann auch auf die letzten entscheidenden Lebenssituationen, wo man vielleicht dann auch schwer krank wird, wenig mehr an äußerem Leben leisten kann. Ja, das ist zum Beispiel auch abschiedlich Leben lernen, ne, das Loslassen lernen, ne, mich nicht an Dingen oder an Erreichtem festhalten. Auch das kann ich einüben, dass ich immer wieder auch anschaue, ne, was, was habe ich, denn besitze ich denn materiell oder auch immaterielle Besitztümer. Erfolge auch da immer wieder bewusst zu sagen okay ist das das Wesentliche oder kann ich es auch lassen oder bin ich darauf fixiert muss ich es festhalten muss ich es verkrampft festhalten oder kann ich auch sagen okay ich kann ja das wäre ja das wäre dann die Einstellung alles was ich habe ist eigentlich nur geliehen ich habe es jetzt alle materiellen Güter und so mhm. weiter, weil ich es brauche oder zu brauchen glaube. Man braucht ja nicht alles, was man hat. Das lehren ja auch mhm. die, äh, die Ordensgemeinschaften, dass man im Grunde auch, auch mit wenig auskommen könnte. Aber dankbar zu sehen, ich habe jetzt die und die Dinge, die mir jetzt helfen äh, zu leben. Aber letztlich muss ich alles wieder hergeben und letztlich kommt es auf was ganz anderes an. Mhm. Diese Haltung, die kann ich im alltäglichen Leben. Einüben, indem ich so die kleinen Verluste bewusst annehme und mir immer wieder auch bewusst mache. Mein Leben hat diese Grenze, diese ganz natürliche Grenze. Ich altere, ich sterbe, ich erfahre Grenzen tagtäglich und auch damit leben zu lernen und innerhalb dieser Grenzen auch leben zu lernen. Nun neigen wir dazu, das negativ zu sehen, diesen Prozess gerade den Alterungsprozess, äh, ja heute, wo es ja mhm. aufs Aussehen, auf die Gesundheit ankommt und so weiter, ganz besonders. Muss man das denn negativ sehen? Äh, zu sagen, ich, das Leben ist voller Verluste, wie wir es jetzt festgestellt haben. Wir müssen also viele Dinge äh, lassen im Lauf eines Lebens. Muss man das negativ sehen? Muss man nicht. In vielen Kulturen wird auch Alter verbunden mit Weisheit. Die ganzen Lebenserfahrungen, die alte Menschen haben, die Schätze, die sie, auch innerlich gesammelt haben und von denen wir viel lernen können. Ich glaube, das ist, der Alterungsprozess ist etwas Natürliches, etwas ganz Normales, was, was jeder Mensch durchmacht und wo innerlich, wo der innere Mensch wachsen kann. Sodass man das Leben eigentlich auch so auffassen könnte, dass es eben kein Abstieg ist hin zu Krankheit ja. und, und Alter und Tod, sondern ein Aufstieg zu größerer Tiefe, zu größerer Klarheit. Und äh, dazu können äh, die Verluste helfen. Schwester Miriam, äh, nun hat man alle Trauerphasen hinter sich gebracht und nimmt also wieder am Leben teil. Wir haben unsere Sendung genannt: In der Trauer lebt die Liebe weiter. Was lebt denn da weiter, wenn das Trauergefühl, das ja irgendwann einfach nachlässt, sonst könnte man ja gar nicht weiterleben, der Schmerz, wenn der Schmerz ein bisschen einen aus den, aus den äh, Klauen lässt? Was bleibt denn von der Liebe? Es leben die Erfahrungen weiter, die ein Mensch mit dieser Person gemacht hat, die Liebe, die schönen Erinnerungen. Es lebt das Gute weiter, was man dadurch geschenkt bekommen hat oder was man selber auch schenken konnte. Das ist unvergänglich. Und ähm, geht weiter wie lange? Kann das Ganze ist ja unvergänglich. Die Liebe kann dann tatsächlich ewig da sein, auch wenn äh, der geliebte Mensch weg ist. Ja, und in dem Bewusstsein, ich werde ja auch einmal sterben. Und schließlich bleibt als gläubiger Menschen einem die Hoffnung, mhm. dass alles das, was man verloren hat im Leben, vielleicht wieder da sein wird und dann vermutlich in einer noch äh, schöneren Weise, als wir uns das vorstellen können. Schwester Miriam, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Blick so geweitet haben für das Phänomen der Trauer, was alles damit verbunden ist. Und wir freuen uns, Sie bei einer unserer nächsten Sendungen wieder zu Gast zu haben. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Und mehr zum Thema Trauer können Sie auch auf unserer Internetseite erfahren. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.